Das Ruhrgebiet steht für Stahl und Kohle. Doch einmal wurden hier auch mit Öl Millionen verdient. Der Mann, der das machte, ist im Revier heute eine Legende. Den Menschen verkaufte er das billigste Benzin aller Zeiten. Den Staat betrug er um mehr als 300 Millionen D-Mark. Bis heute ist es der größte Steuerskandal der Bundesrepublik. Und eine unglaubliche Geschichte. Ich habe viele, viele Ermittlungsverfahren erlebt, bearbeitet durch Kollegen, bearbeitet persönlich. Es waren Fälle dabei, die heute in schönster Erinnerung stehen, in Bezug auf vielleicht den Erfolg oder die Art und Weise. Aber der Goldbach war eben der Fall der Fälle. Da gibt es gar nichts. Die Geschichte beginnt in den 70er Jahren. Deutschland ist im Autowahn. Nirgends fahren so viele Autos wie im Ruhrgebiet. Und nirgends wird so viel Benzin verkauft. Große Mineralölkonzerne diktieren die Preise und fahren Riesengewinne ein. Da tritt plötzlich in Wanne-Eickel ein kleiner Unternehmer auf den Plan, der den Ölmultis den Kampf ansagt. Sein Name? Erhard Goldbach. Seine tollkühne Strategie? Immer 2 Pfennig billiger als die Konkurrenz. Man nannte ihn auch den Preisbrecher. Ne? Er hat heute in alle die Stirn gezeigt. Er hat doch weit unterm Einkaufspreis manchmal verkauft. Der Kampfpreis, kann mich noch ganz genau erinnern, der ging mal runter bis auf 28 Pfennig pro Liter. Und das war wahnsinnig. Wir richten uns natürlich immer nach den Einkaufspreisen und den Einkaufsmöglichkeiten und geben die Spanne, die uns zur Verfügung steht, an den Verbraucher weiter. Wenn irgendwo mal der Preis runterging von den großen Gesellschaften, sofort ist dann Monteur losgerast und hat sofort die Preise geändert und dann 2 Pfennig runter, ne? Damit der Abstand wieder hergestellt wurde. Die Autofahrer sehen in Erhard Goldbach einen Robin Hood der Zapfsäulen. Die enormen Gewinne, die die Ölmultis einkassieren, gibt er selbstlos an seine Kunden weiter. Dafür lieben sie ihren Ölkönig. Der Benzinpreis, der ist enorm. So billig können wir in Wuppertal nicht tanken. Ja, man sieht also, was möglich ist bei einer guten Preispolitik, dass man auch die Benzinpreise runtersetzen kann. Das ist ein Beweis dafür, dass es eigentlich auch billiger geht. Es ist unverständlich, dass Benzinschwankungen im Liter pro 17 bis 18 Pfennige sind. Da ist eine Tankstelle gewesen, da waren auf der Straße 5 oder 6 Tankstellen. Und auch unsere da. Und da hat er den Sprit so billig 1 oder 2 Tage verkauft, dass die Polizei den Verkehr hat regeln müssen. Wenn man nachher die Straße so verstopft, da konnte kein Tankzug mehr herfahren, gar nichts, ein paar Kilometer lang haben die Autos da gewartet und wollten tanken. Aber das ging ja auch nicht mehr, weil kein Sprit mehr da war. Ne? Die Behälter waren alle leer. Im Ruhrgebiet ist Goldbach bald größer als Shell, Esso und Aral. Der Ölkönig kauft eine Tankstelle nach der anderen. Oft geht alles so schnell, dass nicht einmal die Belegschaft Bescheid weiß. Morgens kamen dann die Partner, die da beschäftigt waren, zu ihrer Tankstelle und guckten. Auf einmal stand da Goldin dran. Ne? Und die wussten von nichts. Ne? Das war also wirklich eine Nacht- und Nebelaktion. So was gibt es heute nicht mehr. Also, war einmalig. Morgens kommen sie zu ihrer Tankstelle und auf einmal steht ein anderer Name dran. Goldbachs Belegschaft ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Beim Ölkönig wird viel gearbeitet, aber auch viel verdient. Der einhellige Trend, so wie bei Goldbach, solche Arbeit kriegen wir nie wieder. Und das stimmt. Also ich sag, wir haben viel gearbeitet, wir mussten viel arbeiten. Ich sag manchmal, eine 36-Stunden-Schicht war gar nichts. Also das kam schon häufiger vor. Und, aber ich sag, irgendwo, man war so richtig da drin. Man gehörte zu dem Haufen. Ne? Auf unsere Firma waren wir schon stolz drauf. Da waren 260 ungefähr Tankstellen. Und überall, wenn man wohin kam, hat das Goldin-Emblem da gewesen. Und er war der Preisbrecher. Wir haben dann einen Hafen gehabt, ne? Eigenen und so weiter. Da waren wir schon auf seine Firma stolz. Goldbachs rasanter Aufstieg hat nach dem Krieg begonnen. Er handelt zunächst mit Kohle, die er billig im Ruhrgebiet einkauft
und im Rheinland teuer wieder verkauft. Als in den 60er Jahren mehr und mehr Menschen ihre Heizungen von Kohle auf Öl umstellen, wechselt auch Goldbach die Branche. Statt Briketts liefert er nun Heizöl. Und nebenbei eröffnet er seine erste Tankstelle in Herne. Hier heuert 1958 Friedhelm Eckhey als Tankwart an. Als Mann der ersten Stunde bleiben ihm auch die Tricks der ersten Stunde nicht verborgen. Hier ist ganz was Besonderes. Hier ist nicht nur Tankstelle, hier ist viel mehr. Aber da braucht ihr eine Zeit, um dahinter zu kommen. Da sind die 3 Tage, 4 Tage, sind die mit den LKWs und haben nur Schlamm geholt. So, und dann habe ich mir das Spiel geguckt, da lagen die Briketts, da lag die Bruchkohle, diese, und dann kam der Schlamm dazu, ne? So, und dann habe ich mir geguckt, das Spiel, eine Schaufel von dem, eine Schaufel von dem, eine Schaufel von dem, ab oben in den Brecher rein, und dann kam die als Feinkohle da unten wieder rausmarschiert, ne? Und da habe ich gedacht, so läuft der Hase hier. Also er hat aus alles Geld gemacht, ne? Das war ein Schlitzohr. Das ist ganz korrekt der Ausdruck Schlitzohr. Aber kriminell, nein. Nein. Dass seine Betrügereien auffliegen, muss Goldbach nicht fürchten. Seine Belegschaft hat er fest im Griff. Wer nicht spurt, der wird gefeuert. Die Gewerkschaft konnte überhaupt nicht hören, das Wort. Da wurde er elektrisch. Wenn dann irgendeiner da war und wollte da mal ein bisschen Ordnung machen, den haben sie gleich fristlos entlassen. Goldbach gelingt der Aufstieg vom Kohlehändler zum Ölbaron. Er verdient Millionen. Davon kauft er riesige Ländereien im Bergischen Land. Sehr zum Unwillen der dortigen Bauern. Der Jolbach, der ist hergekommen. Genau wie ein König. Geld spielt keine Rolle. Jeden Preis wird gezahlt. Und der Nachbars kleine Bauer, er konnte nicht mehr mitkommen. In der Abgeschiedenheit der Bergischen Wälder richtet Goldbach große Jagdgesellschaften aus. Hierhin lädt er Prominente aus Politik und Wirtschaft ein. Planvoll pflegt er Beziehungen, die ihm bei seinen Geschäften nützlich sein können. Erstmal waren da ja 30, 40 Jäger, die dann von überall her kamen, aus seinem ganzen Bekanntenkreis, viel auch aus Herne, von der Eickel. Dann auch aus der Politik. Herr Weigel war damals gewesen, der Ordner vom Ordnungsamt und so. Und dann, ich glaube, da war der Senator von Bremen, glaube ich, war da auch. Der war immer der Freund des Hauses gewesen. Ne. Auf jeden Fall waren da schon höher gestellte Persönlichkeiten bei Bundestagsabgeordneten und so. Seinen Jagdgästen bietet Goldbach unvergessliche Wochenenden. Wer mit dem Ölkönig auf Pirsch geht, der macht garantiert reiche Beute. Und da zurzeit kein Wildschwein da war, da hat man eben ein Schwein genommen und hat halt so angemalt, das hat eben aussah wie ein Wildschwein. Und da konnte der Oberchef von Ordnungsamt konnte dann schießen. Goldbachs Kalkül geht auf. Der Leiter des Herner Ordnungsamtes, Otto Weigel, weiß, wie er sich zu revanchieren hat. Der hat des Öfteren Beschwerden gehabt über Bodenverschmutzungen. Unter anderem oft auch, denke ich, wenn bei Goldbach irgendetwas übergelaufen war. Also sprich, Kraftstoff in die Erde versickert war oder in die Kanalisation reingelaufen ist. Da kam das irgendwo raus. Nur auf die Idee vom Ordnungsamtsleiter, dass er bei Goldbach herkam, auf die Idee kam der nicht. Durfte er ja auch nicht, ist klar. Auch Peter Piaschinski erinnert sich noch gut an die Tricks, mit denen Goldbach sich die Politik gefügig machte. Pitti, wie Goldbach seinen Privatmonteur damals nannte, bekam viele Dinge zu Gesicht, die Diskretion verlangten. So versorgte Goldbach etwa seine prominenten Freunde mit Begleiterinnen aus seinem eigenen Nachtclub. Oh. Mit Bande, der war drin. Da gab es einen Club Harmonie und der war in Rösrath. Und da habe ich erst mal davon erfahren, dass da leicht bekleidete Damen beschäftigt waren. Ne? Aber die waren nett anzusehen. Ich weiß, dass er mal da irgendwie so ein Bordell aufgemacht hat, in Rösrath, glaube ich, war das. Wir
sind mal da gewesen, haben uns da mal umgesehen. Vornehm, vornehm, edel, edel. Eine von diesen Tanten, die hat uns dann erzählt, da kam einer zu mir und sagte, ich bin der Goldbach, bin hier der Chef. Da habe ich gesagt, da kann ja jeder kommen und sagen, er wäre der Goldbach. Auch der Firmenchef ist kein Kind von Traurigkeit. Aber lieber als in seinen Nachtclubs vergnügt Goldbach sich in seinen Autohäusern, die er überall im Ruhrgebiet eröffnet. Er hatte auch immer irgendwo Räumlichkeiten, wo er dann auch mal sich privat ein bisschen austoben konnte. Mit mehreren Begleiterinnen oder einer, war egal. Zum Beispiel auch in Hagen gab es einen Fiat-Verkaufsraum. Der wurde damals aufgebaut und da war eine Spiegelwand. Und dahinter war sein Reich. Ich sag, damals habe ich das keinem erzählt, das wusste ich, aber da war ich immer verschwiegen. Anfang der 70er Jahre. Tankstellenkönig Erhard Goldbach ist nun einer der erfolgreichsten Unternehmer des Ruhrgebiets. Er wird zum Hoffnungsträger für eine Region im Niedergang. In Herne, die Industrie, die war weg, die Zechen sind ausgestorben. Man konnte ja gar nichts mehr unternehmen, man konnte nichts mehr machen. Irgendwo musste Geld herkommen, um überhaupt das weiter zu bestreiten. Und da kam der Goldbach wie gerufen, wie gerufen. Zu dieser Zeit engagiert sich Werner Eversberg beim Traditionsclub Westfalia Herne. Der Verein steht kurz vor dem Konkurs. Da gelingt es Eversberg, einen Termin bei Erhard Goldbach zu ergattern. Da bin ich dann ins Büro reingegangen. Der hat einen Schreibtisch gehabt, wo er dran gesessen hat. Der war 5 Meter lang und breit. Und ja, und dann haben wir uns ein bisschen über Fußball unterhalten und so weiter. Ja, und dann hat er seine Sekretärin, Fräulein Eisel, die hat dann den Check fertig gemacht. Und dann konnte ich den mitnehmen. Wir haben ihn zur Bank gebracht und dann waren die Gehälter gedeckt. Erhard Goldbach kauft sich einen Fußballverein. Fortan trägt der Club den Namen seines Tankstellenimperiums. Aus Westfalia Herne wird Westfalia Goldin Herne. Und der neue Präsident genießt es, sich von den Fans feiern zu lassen. Er kam grundsätzlich 2 Minuten vor Anpfiff. Und dann lief er da unten vorbei zu seiner Ehrentribüne und immer hier. Sag, guck mal her, der Erhard. In der Halbzeitpause kam der Goldbach rein, die saßen alle da auf der Banke und dann hat dann jeder einen Hunderter gegeben. Sagte, da waren welche drin, die haben gar nicht dazugehört oder die saßen da oder was, die hat er auch gegeben. Wenn Westfalia gewonnen hat und der Goldbach kam rein, dann gab es Lokalrunden, aber Lokalrunden. Und die Leute haben sich gefreut, haben Spaß gehabt. Er war sehr, sehr großzügig. Auch Goldbachs Mitarbeiter profitieren von der Spendierlaune ihres Firmenchefs. Immer wieder erhalten sie Sonderprämien. Peter Piaschinski fliegt mit seiner Frau in die Karibik. Damit wir dann unsere Koffer alle schnell wiedererkennen am Flughafen, da habe ich dann überall so ein großes Goldin-Abzeichen draufgeklebt. Ein quadratisches Goldin-Zeichen, kriegte jeder Koffer. Und wenn die Koffer dann am Band kamen, dann wussten wir, da kommen unsere Koffer. Ne? Weil eine richtig schöne Sache. Und wir haben sofort Werbung gemacht, ne? Überall. Auf den Bahamas haben wir uns so ein Boot gechartert mit Captain. Und der hat uns dann zu verschiedenen Inseln geschippert. Und ich hatte damals so diese Stoffaufkleber gehabt von Goldin. Meine Frau und die Freundin von ihr, die kriegten dann beide so Schärpen umgehängt. Bikini und dann Miss Goldin Bahamas. Habe ich da Fotos gemacht. 1973. Die Ölkrise schockt Deutschland. Die Bundesregierung erlässt Fahrverbote. Und am Rohölmarkt in Rotterdam steigen die Preise in astronomische Höhen. Mit normalen Mitteln kann Erhard Goldbach sein Benzin kaum noch zu Billigpreisen anbieten. Im Tanklager der Firma beobachtet Peter Piaschinski zu dieser Zeit seltsame Vorgänge. Dann bekam ein Mitarbeiter den Auftrag, die Tankanzeige entweder nach oben oder nach unten zu justieren.
und dann irgendwie festzumachen. Das heißt, ob der Behälter leer oder voll war, das wurde dann simuliert. Und da wurden dann Zollbeamte in das Licht geführt. Das alte Tanklager der Firma Goldbach existiert noch heute. Paul Postulka war damals der zuständige Zollfahnder für die Firma. Doch damals hegte noch niemand Verdacht gegen Goldbach. Die Zöllner schauten nicht selbst in die Öltanks, sondern überließen die Kontrollen vertrauensvoll Goldbachs Mitarbeitern. Der das gemacht hat, der wusste schon, welche Mengen er durchgeben musste. Und wenn festgestellt wurde, dass sie den Tank tatsächlich 20.000, als Zahl genommen, 20.000 Liter waren, dann hat er von oben gesagt 15.000. Da waren die 5.000 schon wieder schwarz, die er in seinen Tankstellen verkaufen konnte. Und so gelingt es Goldbach, immer größere Ölmengen aus seinem Tanklager verschwinden zu lassen. Sie tauchen in den Büchern nicht mehr auf. Das hat auch niemand dem Goldbach zugetraut. Dem großen Mann aus Wanne-Eickel, der das Vertrauen genoss, dem traut man doch nicht zu, dass er derartige Mineralölbeträge hinterzieht. Nein, nein, das hat ihm keiner zugetraut. Es gab ja keinen, der prominenter war. Er war ein guter Steuerzahler für die Stadt, ein guter Arbeitgeber. So Leute lässt man schlafen, darf man nicht wecken. In ihrem Traum, und der hat geträumt. Goldbachs größter Traum ist zugleich sein teuerstes Hobby. Er will seinen Fußballverein Westfalia Goldin Herne zur deutschen Meisterschaft führen, obwohl der noch in der Amateurliga spielt. Koste es, was es wolle. Da wurde alles gemacht. Da wurden die Stufen im Stadion gemacht, da wurde das gemacht, da wurde das gemacht. Wie gesagt, spielte Geld keine Rolle. Und da war natürlich ein schönes Arbeiten. Also ich schätze mal, dass in der Zeit, wo ich Ausgleichschecks geholt habe und in dieser Zeit, meine ich, wenigstens 5 Millionen in den Verein geflossen sind. Tatsächlich steigt Goldbach mit seinem Club in die zweite Liga auf. Um ganz nach oben zu kommen, jagt er sogar den großen Bundesliga-Clubs Spitzenspieler ab. Da hatten wir den Beverhof, ehemals Schalke, gekauft. Und ich sag, komm, jetzt fahren wir zum Goldbach. Und dann wollen wir mal hören. Sagst ihm deine Gehaltsvorstellung. Und dann kam er raus und lachte, stieg bei mir ins Auto ein, wir fuhren weg. Sagt er, jetzt habe ich mehr gekriegt, wie ich haben wollte. Zu dieser Zeit existiert im Profifußball noch eine Gehaltsobergrenze. Deshalb wendet Goldbach einen Trick an. Er beschäftigt die Fußballer zusätzlich in seiner Firma, um ihnen doppelte Gehälter zahlen zu können. Leute, die beim Goldbach normal gearbeitet haben, die waren dann neidisch auf die Fußballer. Weil die Fußballer sich hingesetzt haben, haben Karten gespielt, haben überhaupt nie gearbeitet. Und dann ist doch logisch, dass solche Leute dann sagen, ja, sind die was Besseres? Die spielen Fußball, kriegen Geld dafür und kriegen hier Geld von der Firma und wir müssen alle erarbeiten. Ein weiteres Privileg für Goldbachs Fußballprofis, sie dürfen umsonst bei Goldin tanken. Einer, der war so schlau, der ist mit dem Lastwagen und Kanister hingefahren und hat die voll gemacht. Ich möchte den Namen auch nicht, ich weiß den Namen, aber wir möchten ihn nicht nennen. So unverschämt waren die dann. Alles vollgemacht, die Kanister und abgefahren. Mitte der 70er Jahre. Immer mehr Öl schmuggelt Goldbach aus seinem Tanklager, um es schwarz zu verkaufen. Und immer schwieriger wird es, die Fehlmengen in seinen Tanks zu verschleiern. Wir haben hin und wieder mal bei Goldbach kleinere Ermittlungen führen müssen, wenn es um kleinere Geschäfte ging, die nicht ganz normal erschienen. 1976 stellt der Zoll fest, dass in Goldbachs Tanklager eine größere Ölmenge fehlt. Goldbach gerät in Erklärungsnot. Wie konnte das Öl aus seinen Tanks verschwinden? Da begeht der Ölkönig einen entscheidenden Fehler. Einige Angestellten haben umsonst getankt, so wie es gang und gäbe war. Das gehörte mit zum Geschäft. Und am Tage X missfiel das dem Herrn Goldbach. Man hat den Leuten das verboten und festgestellt, dass sie so und so viele Liter umsonst getankt haben. Und da wurden sie angezeigt wegen Mineraldiebstahls. Und das hat den Leuten nicht gefallen.
Goldbach erklärt dem Zoll, dass nicht er für den Schwund in den Öltanks verantwortlich ist, sondern seine Mitarbeiter. Sie haben ihn bestohlen. Ferdinand Bönnighaus ist damals der Leiter von Goldbachs Tanklager. Er soll die Diebstähle durch seine Unterschrift bestätigen. Irgendjemand kommt auf einmal, ich möchte doch mal zu den Herrn Sonnenschein kommen. Sonnenschein war Prokurist bei der Firma Goldbach. Und dann bin ich da hingekommen und da hat mir der Werner Sonnenschein dann einen DIN A4-Bogen vorgelegt, auf den etliche Namen standen. Und dann hat er gesagt, immer, Ferdi, guck mal drauf. Und da machst du überall ein Kreuz hinter alles, wo du weißt, dass die den Kraftstoff genommen haben. Ich sag, ich will nicht sagen, geklaut haben. Und dann habe ich da drauf geguckt, habe ich gesagt, ja, das kann ich sofort unterschreiben, das macht mir nichts. Ich sage, aber da fehlen ein paar Namen. Oh, war er ganz erstaunt, das ist aber nett. Er sagt, komm her, ich schreibe das mal eben drauf. Und dann, ich sage, erstmal Sonnenschein, ich sage, Chorn, Goldbach. Ja, wie? Ja, ich sage, habt ihr nicht von aus dem Tank 15 gekriegt? Ich sage, Werner, du müsstest das doch wissen. Du hast mir doch zigmal den Auftrag gegeben. Ja, aber da wusste er sich erst nicht auszudrücken, bis er hinterher sagte, ja, war Probesprit. Ach so, ich sage, so kann man das Kind auftaufen. Kurz darauf wird Ferdinand Bönnighaus entlassen. Ein riskantes Spiel. Denn der Leiter des Tanklagers weiß bestens Bescheid über Goldbachs Betrügereien. Da war ich so enttäuscht von der gesamten Firma. Und dann fiel mir nichts Besseres ein, wie die Zollfahndung anzurufen. Und dann habe ich auch dann hinterher einen Herr Postulka aus Dortmund von der Zollfahndung habe ich dann an ein Apparat gekriegt und der hat sich meine Geschichte angehört. Er sagte, also es wären aber keine Beweise da. Er braucht schriftliche Beweise. Zollfahnder Paul Postulka weiß nun, dass bei Goldbach manipuliert wird. Er wendet sich an seine Vorgesetzten. Doch diese lassen keinen Zweifel daran, dass Ermittlungen gegen Goldbach unerwünscht sind. Immer dann, wenn gegen Goldbach ermittelt werden sollte, hat es geheißen, vorsichtig, nehmt Rücksicht. Und uns ist dann immer wieder gesagt worden, bei Goldbach nur ermitteln, wenn der große Segen aus der Direktion kommt. Goldbachs politische Beziehungspflege reicht offenbar bis in die höchsten Etagen. Weil er jeden schmiert, hält sich der Ölkönig für unangreifbar. Der Konkurrenz ist das ein Dorn im Auge. 1979 beschließen die Ölmultis, Goldbach den Hahn zuzudrehen. Aus ihren Raffinerien liefern sie keinen Sprit mehr an den Tankstellenkönig. Goldbach steht zunehmend auf dem Trockenen. Und dann habe ich ihn drauf angesprochen, ne? Dass jetzt auf einmal wird der Sprit knapp oder wir kriegen keine Lieferungen mehr. Dann Tankstellen mussten schon mal stundenweise dann zumachen und da wird so viel gemunkelt. Ja, sagt er, im Großen und Ganzen kann ich da so nicht drüber sprechen, aber wenn das so weitergeht, dann mache ich den Laden dicht und dann sind 1200 Leute auf der Straße oder 1000 Leute auf der Straße. Und dann sollen die sich in Bonn mal was einfallen lassen. Wortwörtlich so hat er da zu mir gesagt. Ne? Erhard Goldbach ahnt nun, dass seine Firma nicht mehr zu retten ist. Der Ölkönig bereitet seine Flucht vor. An seiner Seite taucht plötzlich eine junge Frau auf, Monika Obgartel. Und dann ist die als Kindermädchen da eingestellt worden. War ein properes Mädchen, sag ich mal, und trug auch gerne kurz. Ist mir gleich aufgefallen beim ersten Mal. Und dann muss da wohl langsam sich irgendwas angebahnt haben mit Chef und dem Kindermädchen. Das Kindermädchen beginnt für den Firmenchef Geld beiseite zu schaffen. Sie fährt bei Goldbachs Tankstellen vor und lässt sich die Tageseinnahmen auszahlen, bar und ohne Quittung. Bald wird auch Kurt Schöttl zum Chef gerufen. Mit wenigen Worten macht Goldbach ihm klar, dass auch er in Zukunft Tankstellen bar abkassieren soll. Aus dem einfachen Maurer wird ein Geldkurier.
Ich hatte, sagen wir mal, im Tag im Schnitt 240 bis 260.000 Mark so gehabt. Wovor ich Angst hatte, war, dass ich mal einen Unfall habe und der Türm fliegt auf und der ganze Geld fliegt in der Gegend rum. Davor habe ich Angst gehabt. Über Wochen liefert nun Kurt Schöttl eine 250.000 D-Mark täglich bei Erhard Goldbach ab. Ist wie zum Stillschweigen aufgefordert worden. Es hat keiner im Büro nicht, nur nicht mal meine Familie hat das gewusst. Ich habe kein Sterbenswort gesagt, was ich tue. Dass er Schwarzgeld in Millionenhöhe durch die Gegend fährt, dieser Gedanke kommt Kurt Schöttl damals nicht. Nein, nein, um Gottes Willen, nein. Da habe ich nicht die geringste. Hören Sie, das war für mich war das so, wenn man als Handwerker dann so einen Posten kriegt, mit so viel Geld zu tun hat, war das schon eine Ehre sozusagen, wie man, wenn ich so sagen darf, dass man das Vertrauen hat, dass mit so viel Geld, ne, andere wäre durchgebrannt oder was, aber so wäre man im Leben nie drauf gekommen. Ja, das war für mich einfach nicht da, das Geld. Ne? Das war für mich, als wenn sie ein Stück Holz da drin gehabt hätten. Das Geld, das Kurt Schöttl bei Goldbach abliefert, bunkert der Firmenchef in seiner Jagdhütte. Dort beobachtet Peter Piaschinski zur selben Zeit auffallend viele Besuche, auch aus der Schweiz. Und dann habe ich mitgekriegt, dass dieser Gast aus der Schweiz dann oben aus der Tür rauskam. Das ging so ein kleiner Weg runter, dann bis zum Auto, zum Parkplatz, der da unten vor der Hütte war. Und dann mit einem großen Koffer wieder rauf, dann noch einen großen Koffer. Ich dachte, mein Gott, noch mal für ein Wochenende hat er aber viel Klamotten eingepackt. Ne? Und dann kann ich mir vorstellen, dass da in den Koffern keine Textilien drin waren. Ne? Da waren wahrscheinlich vollgepackt mit Schwarzgeld. Ne? Während Erhard Goldbach beginnt, sein Geld außer Landes zu schaffen, zieht sich die Schlinge um den Ölkönig zu. Ferdinand Bönnighaus erhält einen Anruf. Ein alter Arbeitskollege erzählt ihm, er sei im Besitz von Quittungen, mit denen sich beweisen ließe, dass Goldbach Benzin schwarz verkauft hat. Da habe ich natürlich drauf, erstaunt drauf geguckt, habe gesagt, da sind die Beweise. Damit kann der Postulka etwas anfangen. Das ist schriftlich niedergelegt, dass die Tankstelle an den und den Tag unterschrieben Ware bekommen hat, die gar nicht in den Büchern auftaucht. Endlich ist Zollfahnder Paul Postulka am Ziel. Die Beweise sind erdrückend. Jetzt können sich auch seine Vorgesetzten nicht mehr gegen Ermittlungen sperren. Am Tage X standen wir natürlich dann Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung, Zollfahndung vor dem Betriebsgelände und haben den Laden umgekrempelt. Dann bin ich ja dahin gefahren und habe mich auf die andere Straßenseite gestellt. Und jeder, der aus Goldbach Haus rauskam, konnte mich sehen aus den Büros. Da habe ich immer gewunken. Vor so einem dicken Hals war. Ja, und da war Punkt 9 Uhr, was ich in meinem Leben noch nie gesehen hatte, war die gesamte Firma Goldbach, gesamte Gelände war umstellt von Zollbeamten, Polizisten und. Der Einzige, der an diesem Tag nicht im Büro anzutreffen ist, ist Firmenchef Erhard Goldbach selber. Die Polizei setzt eine Belohnung aus. Der Ölkönig von Wanne-Eickel wird nun steckbrieflich gesucht. Unterdessen entlädt sich unter der Belegschaft die Wut. Also ich kann dazu nur eins sagen, dass er mit dem Geld der Tür gegangen ist. Das ist eine große Sauerei für uns. Wir stehen hier, warten auf unser Geld. Wir kriegen nichts. Wir müssen darum betteln. Und er hat das Geld schon vielleicht in der Schweiz oder wohin da hingebracht. Und wir können zusehen, wie wir weiterleben können. Ja? Das ist die größte Sauerei, die es gibt. Wenn Sie so einen Mann packen, dann muss ich 10 Jahre reingehen im Knast. Da wurde mir auch die Frage gestellt, wie sehen Sie das mit der Pleite? Jetzt ist ja Herr Goldbach weg. Und da habe ich so den Satz rausgelassen. An und für sich war der Betrieb ja immer eine große Familie, wie es auch Herr Goldbach immer gesagt hat. Und ja, wir sind praktisch jetzt die Waisenkinder, weil der Vater weg ist. Der hat uns im Stich gelassen. Ja, das war. Und so war es im Grunde genommen auch, ne? Goldbachs Firmenimperium bricht zusammen. Und als der Geldfluss des großen Mäzens abreißt, ist auch sein Fußballverein pleite. Die Träume von der deutschen Meisterschaft sind ausgeträumt.
Ich hab so gedacht, hättest du wohl das Gleiche gemacht. Weil ich ja auch so verrückt für Fußball war und hat mir einen Haufen Geld gekostet. Ich hätte das wahrscheinlich auch so gemacht, nur nicht in dem Sinne, dass ich dafür ins Gefängnis gegangen wäre. Ne? Das ja, also da habe ich doch ein bisschen Manschetten vorgehabt. Der Kriminalbeamte Detlef Englich ist damals bei der Kripo Bochum beschäftigt. Englich ist ein Spezialist für Wirtschaftsstrafsachen. Der begeisterte Freizeitringer soll den untergetauchten Ölkönig ausfindig machen. Alte Techniken. Als das Ganze aufflog, hat er ja sein Geld zusammengepackt und hat sich ja auf die Flucht begeben. Wohin? Das war anfangs nicht klar. Wir kriegten immer wieder Hinweise, wo er sein könnte. Und dass so ein Fall, wenn jemand dort gesucht wird, bei XY erscheint, das ist eigentlich schon selbstverständlich. Es geht zwar um einen Deutschen, aber er hält sich heute Abend möglicherweise in der Schweiz auf. Bitte, Konrad Tenz. Der Beschuldigte hat unter anderem in den letzten Wochen mit dem Zusammenbruch der Goldin-Tankstellen Schlagzeilen gemacht. Er heißt Erhard Goldbach. Der Gesuchte ist 51 Jahre alt und 178 cm groß. Vermutlich befindet sich Goldbach in Begleitung einer jungen Frau namens Monika Obgartl. Der Fall Goldbach beherrscht wochenlang die Schlagzeilen. Jeder spekuliert, wo der Ölkönig wohl sein kann. Wir haben geglaubt, der ist im Ausland. Wir haben geglaubt, der hätte sich vom Acker gemacht, wie man so sagt. Ich habe nie geglaubt, dass der irgendwo nach Übersee ist oder so. Nee, da war er kein Typ für. Also, er konnte ja auch keine Fremdsprachen. So, also in der Beziehung wäre er da ganz schnell aufgefallen. Während Goldbachs Flucht lässt die Staatsanwaltschaft zahlreiche Mittäter verhaften. Der prominenteste unter ihnen, Karl Kramik. Als Mitglied im Finanzausschuss des Bundestages kassierte der CDU-Politiker jahrelang millionenschwere Beraterhonorare von Goldbach. Der war vorher an führender Position im Bundesfinanzministerium und hatte dort halt die entsprechenden Kontakte. Und den hatte sich Goldbach herangeholt. Wie er daran gekommen ist, kann ich nicht mehr sagen. Aber der jedenfalls hat für Goldbach die Tore und Türen geöffnet. 6 Monate verläuft die Suche nach Erhard Goldbach ergebnislos. Dann greifen die Ermittler zu neuen Methoden. Sie lassen seinen Anwalt beschatten. Ich weiß noch, dieser Rechtsanwalt aus Hamburg fuhr einen Ferrari, also eine richtige heiße Kiste. Aber unsere MEK-Leute waren natürlich auch entsprechend ausgerüstet. Und als der Anwalt das Dienstgebäude verließ, haben sie sich an seine Fersen geheftet und sind dann bei Regennasser Fahrbahn über die Autobahn mit ca. 220 Stundenkilometer in Richtung Süden gefahren. Die Fahrt ging bis Boppard. Er verließ dann sein Fahrzeug mit einer Tasche und begab sich in ein kleines Häuschen, das offensichtlich unbewohnt schien. Das MEK meldete sich und sagte, Mensch, wir haben da jemanden gesehen hinter der Gardine. Es könnte Goldbach sein, es ist wohl ein Mann und eine Frau. Und so dem äußeren Anschein nach könnte er es sein. Detlef Englich und Walter Hoffmann brechen noch in derselben Nacht auf. Frühmorgens erreichen sie das Haus, in dem Goldbach vermutet wird. Reingehen war damals noch ein ziemlich eindeutiger Begriff. Wenn man keinen Schlüssel hatte und die Tür nicht geöffnet wurde, dann wurde sie gewaltsam geöffnet. Und ich war damals ja relativ kräftig. Und dann kriegte ich den Auftrag, Englich Tür öffnen. Und da stand dann der Herr Goldbach in der Tür. Bekleidet, auch Frau Obgartl war bekleidet und hatte die Pistole in der Hand, allerdings nicht auf uns gerichtet, das muss ich immer wieder betonen. Wir haben uns verteilt, ich weiß, ich hatte das Zimmer unten links sofort, bin da rein. Da war unter anderem eine Herrenhandtasche, das war damals so Mode, Herrenhandtäschchen. Und die war prall gefüllt, ich öffne sie und die war mit Geldbündeln bestückt, randvoll. Ich meine, es waren 100 oder 200.000 D-Mark damals. Und den Rest des Geldes haben wir dann im Bettkasten gefunden. Insgesamt waren es etwa, also knapp 300.000 D-Mark.
Erhard Goldbach und seine Freundin Monika Obgartel werden verhaftet. Die Flucht des Ölkönigs ist zu Ende. Ja, für mich machte Herr Goldbach den Eindruck, dass er müde war, dass er auch ein bisschen abgeschlafft war und dass er vielleicht auch gedacht hat, Gott sei Dank, dass dieses Leben jetzt zu Ende ist. Den Eindruck hatte ich. Am nächsten Tag erscheint das Foto von Goldbachs Verhaftung in allen Tageszeitungen. Ich denke mal, so wollte mein Chef nicht sehen. Ich hatte ihn dann so in Erinnerung, wie ich ihn eben zuletzt gesehen habe. Und ich habe mir nur das andere von der Zeitung alles gelesen. Ne? Und das war's. Hat wehgetan, wirklich. Könnt ihr mal glauben. Im April 1980 wird Erhard Goldbach angeklagt. Den spektakulären Gerichtsprozess leitet Richter Johannes Adams. Er erinnert sich noch gut daran, dass das Verfahren von Beginn an zum Skandal gerät. Ich weiß, am ersten Tag, der Verteidiger Rechtsanwalt Boll aus Hamburg, der hatte so einen ganz schicken Alcantara. Anzug an in Gelb. Und der saß ja hier gleich daneben, Goldbach. Und den hat er so richtig von oben bis unten vollgespuckt. Von nun an übergibt sich Erhard Goldbach an jedem Verhandlungstag im Gerichtssaal. Bald ist klar, der einstige Ölkönig verfolgt nur ein Ziel. Er wollte verhandlungsunfähig geschrieben werden. Er wusste, dass er verurteilt werden würde. Er wusste, dass die Beweislage so erdrückend und erschlagend war, dass er mit einer vieljährigen Freiheitsstrafe zu rechnen haben wird. Und da sah er nur die Möglichkeit, über die Verhandlungsunfähigkeit hinzukommen. Staatsanwalt Neuschmelting stellt den Antrag, den Angeklagten vorübergehend vom Verfahren auszuschließen. Goldbach wird in ein anderes Gefängnis verlegt, damit er sich erholen kann. Er merkte dann sehr bald, dass die Leute in der JVA, die Wachtmeister, menschlich netter waren als die hier in Bochum. Und dann hat er denen gesagt, wollen wir nicht mal ein Glas Sekt zusammen trinken? Und dann haben die das gemacht, dann haben die eine Flasche Sekt gekauft. Und dann hat aber irgendeiner gesagt, die machen da eine Fete. Und da hat der Gefängnischef da Wind von der Geschichte gekriegt und hat gesagt, Schluss. Gibt nichts, hat uns verständigt und dann haben wir gesagt, naja, wenn die da ein Gelage machen und Partys feiern, dann ist das also auch kein richtiger Aufenthalt für ihn. Er hat ein unglaubliches Geltungsbedürfnis. Dass immer, ich zeig's euch und das, was ich mache, ist richtig. Und alles das, was ich tue, muss auch von Erfolg gekrönt sein. Und wenn nicht, muss ich daran drehen. Also das Ziel war von ihm vorgegeben und wie er dahin kam, das war ihm egal. Kurz darauf platzt eine tragische Nachricht in den Prozess. Goldbachs Geliebte Monika Obgartel hat sich das Leben genommen. Der Ölkönig bittet, an der Beerdigung seiner Geliebten teilnehmen zu dürfen. Und darüber gab es dann ein bisschen Streit, weil der Staatsanwalt die Befürchtung hatte, da macht er da eine große Show am Friedhof und springt dann ins offene Grab oder was. Das war bei diesem Temperament alles denkbar. Und da haben wir dann also doch das mit dieser Fußfessel gemacht. Und ich weiß, da hat Goldbach auch hinterher sich für bedankt, dass er da an der Beerdigung hat teilnehmen können. Das war so die einzige menschliche Regung, die ich so erlebt habe bei ihm. Geständnis, Reue oder ich will es nicht wieder tun oder und sowas. Und es ist mir aus der Hand geglitten. Nie etwas davon gekommen. Ne? Nie. 1985, nach 5 langen Jahren, endet der Prozess gegen Erhard Goldbach. Der einstige Ölkönig wird wegen Steuerhinterziehung zu 12 Jahren verurteilt. Es ist bis heute die höchste Haftstrafe, die je in einem Wirtschaftsprozess verhängt wurde. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, das kann doch er alleine gar nicht
gepackt haben. Da musst du einer gedeckt haben oder irgendwas musst du da gewesen. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn man zwei und zwei zusammenzählen kann, dann kann doch ein Mensch so viel, vor allen Dingen den Staat gegenüber, nicht so viel Schulden machen. Ich kann keine, wenn ich mein Autosteuer nicht bezahle, in zwei Monaten kriege ich eine Plakette, kratzen sie mir da ab. Das habe ich nicht begriffen. Und da müssen hinter mir da irgendwie was gewesen sein. Und tatsächlich, Vernehmungen im Bundesfinanzministerium ergeben, dass Erhard Goldbach jahrelang politische Rückendeckung von höchster Stelle genoss. Der Mann, der seine schützende Hand über Goldbach hielt, war kein geringerer als Bundesfinanzminister Matthöfer. Matthöfer sagte, wir müssen die mittelständischen Unternehmen erhalten. Ein Argument, was wir ja heute täglich hören. Und dann hat er gesagt, politische Entscheidung, also der soll weitermachen. Man wollte ihn nicht opfern. In guter sozialdemokratischer Tradition nimmt Minister Matthöfer den kleinen Unternehmer aus dem Ruhrgebiet gegen die internationalen Ölmultis in Schutz. So kommt es, dass Goldbach schließlich Steuerhinterziehungen in Höhe von 360 Millionen D-Mark nachgewiesen werden. Das Gericht lässt aber keinen Zweifel daran, dass die tatsächliche Summe weit höher liegt. Bis heute ist der Fall Goldbach damit der größte Steuerskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Goldbach-Millionen sind nie wieder aufgetaucht. Ein Teil des Geldes lagert wahrscheinlich auf Schweizer Konten. Aber den Großteil des Schwarzgeldes hat Goldbach vermutlich nicht mehr rechtzeitig außer Landes schmuggeln können. Während unserer Dreharbeiten erreicht uns ein Anruf. In einem Privathaus, das Erhard Goldbach gehört hat, entdeckt ein Nachmieter einen verschlossenen Geheimtresor. Wir bitten Oliver Diederichsen, den ehemaligen deutschen Meister im Tresor öffnen, um Hilfe. Jetzt gucke ich mal rein mit dem Endoskop und mit der Kamera, ob man irgendwas sehen kann. Nach 5 Stunden ist der Blick endlich frei in das Innere von Goldbachs Geheimtresor. Leider nichts. Nur ein bisschen Dreck. Nein, leider komplett leer. Die Millionen des Ölkönigs. Sie bleiben verschollen. Der Einzige, der das Rätsel lüften könnte, wäre Erhard Goldbach selber. 1998 kommt er auf Bewährung frei. Alle Versuche, wieder ins Tankstellengeschäft einzusteigen, scheitern. Hin und wieder sieht man Goldbach noch auf der Tribüne von Westfalia Herne. 2004 dann stirbt der Ölkönig von Wanne-Eickel. Er ist morgens gestorben, mittags habe ich schon die Nachricht gekriegt. Also wusste ich schon, dass er nicht mehr ist. Ne? Jo. Und das war's dann. Was bleibt, sind die Erinnerungen an das billigste Benzin und den größten Steuerbetrug aller Zeiten.